Wissenschaftliche Ergebnisse erreichen mich über ganz vielfältige Wege, durch verschiedene Expertisen, durch wissenschaftliche Studien, die mir direkt ins Büro geschickt werden, durch ganz konkrete parlamentarische Beratung, sei es in den Anhörungen, die wir im Bundestag haben, oder eben vorsortiert durch wissenschaftliche Einrichtungen, durch die verschiedenen Institutionen auch des Bundestages. Wir haben einen wissenschaftlichen Dienst, wir haben das Büro für Technikfolgenabschätzung und mich erreichen die Inhalte dieser Studien besonders, wenn es kurz und knackig ist und auch verschiedene Szenarien und Handlungsempfehlungen enthält. Klar ist, dass wir das im politischen Raum mit Gesellschaft dann auch gewichten und verarbeiten müssen. Und auch im Dialog mit der Wissenschaft zu schauen, okay, wo sind Eindeutigkeiten und wo sind auch Uneindeutigkeiten, um eine solide, faktenbasierte Entscheidungsbasis zu haben. Also Politikerinnen und Politiker können auf jeden Fall, wenn sie das wollen, sich auf ein sehr, sehr breites Spektrum von wissenschaftlicher Expertise berufen, auch darauf zurückgreifen. Sie werden damit auch automatisch informell und formal versorgt, manchmal vielleicht sogar ein bisschen überversorgt. Aber es ist, glaube ich, wie bei allen Rezipienten so die Frage, wie stark will man auch beraten werden, wie stark möchte man sich beraten lassen und wie wichtig ist eben dann auch eine faktenbasierte Entscheidung. Ich glaube, die allermeisten halten es für sehr, sehr wichtig und es ist teilweise, macht man sich gar nicht so klar, wie viele politische Entscheidungen auch sehr, sehr stark auf wissenschaftlichen Ergebnissen basieren und auch in den parlamentarisch-politischen Prozess beispielsweise systematisch einfließen. Also egal bei welcher politischen Debatte wird ja auch immer auf wissenschaftliche Ergebnisse rekurriert. Insofern hat dieser Bereich sehr, sehr viel Einfluss, die wissenschaftliche Politikberatung auf die Politik und auch auf die parlamentarisch Aktiven. Also ich glaube, dass Wissenschaftskommunikation auch teilweise dolmetschen kann oder eben Brücken bauen kann zwischen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern auf der einen Seite und der Politik und den Parlamenten auf der anderen Seite. Dass natürlich wir auch einzelne Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler haben, die begnadete Kommunikatoren sind. Das hat man aber ja nicht immer. Und deswegen ist dann auch die Wissenschaftskommunikation, glaube ich, ein sehr wichtiges Bindeglied in die Politik, aber vor allem ja auch in die Gesellschaft hinein, um für Wissenschaft weiterhin auch eine hohe Akzeptanz zu haben. Natürlich gab es immer Vorurteile, oh, die sitzen da im Elfenbeinturm oder so, aber wir haben es auch mit gefährlichen Tendenzen von Wissenschaftsfeindlichkeit inzwischen zu tun und da müssen wir wirklich klar auch gegenhalten, weil es ohne Fakten, Fakten, Fakten keine guten Entscheidungen sowohl für die Gesellschaft insgesamt als auch in der Politik geben kann. Und deshalb ist ja auch eine Wissenschaftskommunikation, die Werte und auch die Ergebnisse und die Erfordernisse von Wissenschaft deutlich rüberbringt, sehr, sehr wichtig.